So Leute, vor Wochenende nochmal eine schöne Kombination. Ich hoffe, habt ihr alles gemerkt in der Reihenfolge, wie es richtig ist. Das geht wieder los mit Liegestützen. Dann geht hier rein und macht hier, bis ihr nicht mehr könnt, Liegestütze. Wer will, natürlich Armliegestütze oder hängt am Ende von den normalen Liegestützen nochmal ein paar Armliegestütze dran, bis nichts mehr geht. Dann bitte als Pause nur kurz ausstellen, wenn nicht. Nehmt euch wieder ein paar knackige Wälzer hier und die Übung, die wir schon hatten, drücken. Und hier auch, bis nichts mehr geht, dann empfiehlt sich halt wirklich, die Bücher so schwer wie möglich zu wählen. Wenn ihr das habt, seitlich hinstellen und seid eben, bis nichts mehr geht. Dann kurz ausschütteln, wenn es ausgebrannt ist. Wie gesagt, versucht die Pause unter 10 Sekunden zu halten und dann hier Front heben. Bis nichts mehr geht. Dann hinter die Teile. Wieder vor euch und wieder unsere Schwungkrümmung. Und hoch. Auch bis ihr merkt, irgendwas versagt. Wahrscheinlich werden es eher die Schultern sein. Dann direkt danach kurz ausschütteln, runter und Liegestütz halten. Ja, zur Not Liegestütz halten oder die Kombi. Ihr haltet erst den normalen Liegestütz, wenn ihr merkt, ich kacke ab, geht dann den Damenliegestütz, bis nichts mehr geht. Dann schüttelt euch ein bis zwei Minuten aus und versucht das Ding nochmal. Drei Durchgänge wären eine gute Nummer, manche schon bestimmt fünf oder mehr. Okay, ich denke, das kriegt ihr hin und dann könnt ihr euch das Wochenende schön ausruhen. Wir haben wieder mal eine Anfrage gekriegt oder noch mehrere. Ich glaube, von den Leuten, die sich unsicher sind, dann müssen wir irgendwann mal Statements ablassen. Zwecks Krankenhaus und Co. Wir haben uns mal ein bisschen über die Zahlen informiert, machen wir schon eine ganze Weile. Wir haben auch mit Leuten direkt vor Ort gesprochen. Die Gesamtsituation sieht so aus. Es sind Betten frei, es ist genug Platz, braucht euch keine Sorgen machen und ihr könnt das auch verfolgen. Es gibt Kliniken wie die Helios-Kliniken, die veröffentlichen das jeden Tag, machen das quasi transparent, die ganze Geschichte. Also auch da besteht kein Grund zur Sorge, es ist wie immer, wenn alle zusammenarbeiten, ist alles gut. Sportfrei ist gleich.